So, beim letzten Mal waren wir hier im Schwarzer Turm. Genau, wir waren beim letzten Mal hier im Schwarzen Turm. Ach, wie lange arbeite ich nun schon? Die Nacht bleibt aus, daher weiß ich es nicht. Ich will nach Hause gehen. Ja, die... Ich muss dahin und das dort... nein, hierher. Kein Schlaf und mein Sohn sitzt allein zu Hause. Das ist doch sinnlos. Was für eine furchtbare Königin. Sag das bloß nicht weiter. Ja, die haben ja natürlich alle hier... Langsam die Nerven liegen blank. Und weiter, und weiter. Und wenn ich mich nicht beeile, gibt es Ärger mit den Wachen. Dass die Wachen das immer noch mitmachen. Nichts als Ärger mit diesem... Mit diesen Faulenzern. Seitdem die Nairo getaucht ist, ist es wirklich übel geworden. Nun nehmen die Stunden kein Ende mehr. Das müssten die doch merken, dass das viel zu lange ist. Das muss sein, dass dort... nein, hier. Kein Schlaf und mein Sohn... okay, der sagt immer... Die sagen alle das Gleiche. Graben, abladen, graben. Königin Ambi hat sich verändert. Früher hatte sie ein weiches Herz. Doch nun verlangt sie das unmöglich. Aber du hast das nicht von mir verstanden. Ja, die sagen alle so einen Kram. Wir müssen den Turm für Ambi für so schnell wie möglich fertigstellen. Alles klar. Königin Ambi... Ja, kennen wir. Wir sollen bis morgen fertig sein, doch wir legen den Zeitplan zurück. Das packen wir nie. Meine Arbeit ist nicht erledigt. Was sage ich nur der Königin? Ich werde es nie schaffen. Ja, morgen. Definiere morgen. So wie es aussieht, hat die Nairo die Zeit angehalten, sodass es morgen nicht mehr gibt. Was, Kleiner? Du willst uns beim Bau unterstützen? Ja. Wir müssen den Turm für Ambi so schnell wie möglich fertigstellen. Okay. Hä? Etwas zum Graben? Du bist ein fleißiger Junge. Hier, du kannst die Schaufel haben. Schaff mit der Schaufel doch bitte den Dreck dort weg. Super. Wir leisten hier harte Arbeit. Mach dich nützlich. Ja, wir können jetzt hier mit der Schaufel diese Sachen weggraben. Das ist ganz cool. Manchmal findet man auch coole Sachen. Wir können bei weicher Erde einmal Dingsbums graben, aber hier im Turm jetzt nicht. Den schwarzen Sohn können wir auch später betreten. Hier nicht. Von hier aus geht es nicht weiter. Oberhalb ist alles unvollendet. Also gibt es noch keinen Eingang. Nun geh schon. Im Laufe der Story können wir den Turm natürlich betreten. Das Zeug kommt natürlich wieder. Und hier ist einfach... Ja, mehr können wir aktuell nicht machen. Das war wichtig. Wir brauchten diese Schaufel. Jetzt kriegen wir auch unser... Hier. Manchmal du hältst ein Herzteil. Sammle vier davon, um einen weiteren Herzcontainer zu bekommen. Im Untermenü siehst du, wie viele Teile du hast. Wunderbar. Ja. Ich habe früher sehr gerne hier gegraben. Manchmal gab es auch richtig coole... man kann hier auch Monster ausgraben. Das wird dann ein bisschen problematisch. Aber wenn man viel Glück hat, kann man auch große Rubine hier ausgraben. Und zwar nicht nur die, die ein Rubin geben oder fünf, sondern auch wirklich welche, die richtig abgehen. Ich glaube, der dicke Blaue gibt einen Huni. Dann gibt es aber noch einen dicken roten, der gibt, glaube ich, 200. Also, graben lohnt sich auf jeden Fall. Die Dinger können wir noch nicht heben. Das müssen wir später machen. Jo, das gerade, die Schaufel brauchen wir so oder so. Von daher, jo, hier gibt es sonst keinen Laden, ne? Genau, hier gab es nichts. Okay. Ah, schön. Bei dieser Musik fühle ich mich echt wieder als kleiner Bursch zurückversetzt. Dies ist Lindadorf. Oh, Verzeihung, wir haben seit ein paar Tagen keine Nächte mehr. Oh yeah. Der Marco-Baum ist ein weiblicher Baum, der sprechen kann. Vor kurzem wurde sie von Monstern bedrängt. Oh je, da müssen wir aber schnell hin. So, Marco-Passage. Hier ist natürlich jetzt keine Absperrung. Das bedeutet, hier haben wir... Ja, wenn wir hier runterfallen, fallen wir runter. Das müssen wir, haben wir ja gesehen, wie das geht. Müssen wir nach oben schieben. Fledermäuse, weg mit euch, ihr Mümmelmänner. So, hier brauchen wir einen Schlüssel. Den Schlüssel haben wir noch nicht. Wir haben hier noch keinen Schlüssel. Hier müssen wir... Die machen noch keinen Damage, aber... So, ich glaube, hier müssen wir rechts lang. Genau. Aus irgendeinem Grund habe ich das noch im Kopf. Fragt mich bitte nicht, warum. Hinterfragt es nicht. Ich habe das, wie gesagt, als Kind sehr, sehr, sehr intensiv gespielt. Von daher weiß ich einfach ein paar Sachen noch. Aber ich bin jetzt auch kein Meister. Kleiner Schlüssel. Mit ihm öffnest du Truhen. Super. Auf jeden Fall...
Wie gesagt, bin ich kein Meister, der alles auswendig kennt, aber ein paar Sachen sind mir noch im Kopf geblieben. Vor allem die Anfangssachen, fragt der Geier warum. So, hiermit machen wir das jetzt auf. Wunderbar. Geht das oder geht das andersrum? Ich weiß, dass es hier lang geht. Rubine, feine Sache. Oh ja, das ist wirklich eine feine Sache. Da können wir uns ein Schild kaufen und wir können mal dieses Spiel spielen in der Dingsbums. Ja, das Blöde ist natürlich, das hat mich immer so ein bisschen geärgert, dass die Räume sich resettet haben, wenn wir den Screen verlassen. Ist vor- und nachteilhaft. So, dann machen wir erstmal die Zombies hier platt, holen uns das nächste Herzteil. So, wunderschön. Im Untermenü sehe ich Folgendes. Wunderbar. Dann geht's hier weiter. Nach rechts geht's nicht. Und jetzt kann ich nur noch nach oben. Oh, der junge Marco-Baum. Quiek! Das ist das Ding, das von dem wir rangesprochen hat. Attacke! Nein, lass mich in Frieden! Ach, Mist. Was willst du aus dem Weg? Also, tu doch was. Wow, du bist ja mutig. Ah, super. Wunderbar. Da danke, wer bist du? Graf, welch hübscher Name. Ich bin der Marco-Baum. Du warst tapfer. Es heißt, das Orakel der Zeiten haben Königin Anbi davon überzeugt, einen schwarzen Turm zu errichten. Eventuell steckt sie hinter diesem Überfall. Danke für die Rettung. Das werde ich niemals vergessen. Ich werde dich belohnen, wenn ich groß bin. Das verspreche ich. Das ist wohl alles, was ich machen kann. Ach, ja. Genau, die hat jetzt das Ding aufgemacht. Hörst du? Ich werde dich belohnen, wenn ich groß bin. Du musst mich ganz bestimmt besuchen. Liebster, ach, wenn ich groß bin, werde ich deine Braut. Ups, ich habe es ausgesprochen. Bitte nicht. Okay. Dieses Teil ist jetzt aufgetaucht. Das bedeutet, wir müssen jetzt in die Zukunft gehen und mit dem Marco-Baum sprechen. Um weiterzukommen. Das bedeutet, alles andere macht keinen Sinn. Jetzt ist hier auch das Tor offen. Es ist seltsam, meine Erinnerung ist schemenhaft, ich vergesse. Oh, du bist Graf. Och nee, was machst du jetzt hier? Ich habe so lange auf dich gewartet. Weißt du noch, vor 100 von Jahren, Graf, du gabst mir ein ewiges Versprechen. Bitte nicht, wenn ich groß bin, werde ich dich heiraten. Das hast du gesagt, Graf, 400 Jahre habe ich gewartet. Doch, ich wusste, dass du mich nie vergessen würdest. Unsere Herzen sind auf ewig miteinander verbunden. Och nee, bitte nicht. Link wird von einem Dekobaum großgezogen und will jetzt einen Baum. Oh nee, bitte nicht. Wie? Du bist gar nicht deswegen hergekommen. Warum hörst du mir nicht zu? Ach, du willst also über Veran sprechen, ja? Vermutlich benutzt Veran Königin Anbi, um den Turm bis zum Himmel hinaufzubauen. Erlangt jemand unreinen Herzens die Kräfte des Schattens. Dann wird diese Welt in Finsternis gehüllt. Genau darum geht es hier. Das Jetzige zu verstehen, heißt das Vergangene zu kennen. Veran hat freie Bahn, wenn sie dunkle Kräfte in der Vergangenheit für sich findet. Graf, du musst Veran Einhalt gebieten und Nairo retten. Muss ich das wiederholen? Oh, bitte nicht. Ich erinnere mich schwach. Ich glaube, die ganzen, in ganz Labrina versteckte Essenzen der Zeit sind notwendig, um Veran zu besiegen. Diese Essenzen beinhalten die Kraft, die Wahrheit zu sehen. Und in ihnen liegt meine Erinnerung. Du bezwingst Veran nicht, wenn du die Wahrheit nicht erblickst. Die Störung des Zeitflusses hat mein Gedächtnis verblassen lassen. Was sollen wir tun? Ich bin verloren. Wenn du jedoch die Essenzen findest, werde ich mich an alles erinnern und du kannst Veran stoppen. Bitte nimm die Aufgabe an, Graf. Suche zunächst östlich von hier im Jollfriedhof auf. Dort erfülle ich die erste Essenz. Vielleicht hilft dies ein wenig. Jetzt kriegen wir einen Beutel. Die Glutkerne in diesem Saatbeutel bringen Licht ins Dunkel und entflammen kleine Büsche, die dir im Weg stehen. Super. Wir können auch hier reingehen in den Baum.
Hier gibt es verschiedene Sachen, die man mit Geheimnissen und so einem Kram machen kann, aber das war's auch schon. Willkommen, Graf. Ich bin Faore, das Orakel der Geheimnisse. Du befindest dich in der Halle der Geheimnisse. Hier nehmen deine Geheimnisse Gestalt an. Zu bestimmten Zeiten wirst du an bestimmten Orten bedeutende Geheimnisse erfahren. Danach solltest du mich hier besuchen. Ich verleihe den Geheimnissen ihre Bedeutung. Ich habe niemals so ein richtiges Geheimnis bekommen, außer beim ersten Mal durchspielen, wo sich aber in der Regel fast nichts verändert hat. Außer eine kleine Höhle, die eigentlich nichts gebracht hat. So, wir können natürlich auch hier rein, hier oben. Ich glaube, je mehr Essenzen wir haben, desto mehr von diesen Feldern wird hier frei. Das bedeutet, hier kommt dann Dingsbums, eine Höhle rein oder ein Loch, wo man dann reinlaufen kann. Und da haben wir dann verschiedene Sachen. Keine Ahnung, Heini, der uns Bomben gibt, eine Feenquelle, etc., etc. Also so ganz normaler Schluss halt. So, wir müssen zum Friedhof. So, mit den Dingern können wir jetzt... Jawohl. Wunderbar, wieder 30 Rubine. So, ich habe jetzt noch keinen Ring. Ich habe aber diesen einen Gascha-Kern eingesetzt. Okay, die Frage ist, habe ich schon... Hier ist nur der Shop. Die Spielhalle war, glaube ich, im alten Dorf. Hier können wir auch nicht klauen. Hey, das können Sie nicht einfach mitnehmen. Sie Dieb, geben Sie das zurück. Holzschild, mach 30 Rubine. Gut, machen wir mal. So habe ich das immer gerne. Nee, andersrum. So, können wir hier irgendwo lang? Nein, aber wir können jetzt diese Kerne hier unten einsammeln. Die füllen dann unseren Beutel wieder auf. Ich glaube, 5 Stück pro Dingsbums. Und wenn wir halt... Ja, nee, können wir nicht. Das dauert ein bisschen. Oder müssen wir da ein Gebäude betreten? Die wachsen nämlich nach einer Weile nach. Und wir können dann... Wir kriegen dann später größeren Beutel. Oder? Der dann, glaube ich, mehr Kerne beinhaltet. Naja, sehen wir dann. So, ich habe gesagt, der Friedhof, der ist hier, wo wir... Genau hier sieht man das auch. Jollfriedhof, wunderbar. Die Frage ist... Na, hier geht's auch weiter. Da kommen wir aber später erst ran. Da können wir noch nichts machen. Da oben ist Tingel. Bitte nicht. Ich weiß gar nicht, ob der uns überhaupt irgendwas gibt. Da weiß ich gar nicht, was der zu sagen hat. So. Das wird uns jetzt das ganze Leben begleiten. Dieses Hin- und Herwechseln. Das ist aber vom Gameboy-Spiel eigentlich super, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Was haben wir denn hier? Niemals, das ist zu gruselig. Es ist stockfinster in dem Grab an dem Baum dort. Oh Mann, du bist wirklich ein Angsthase. Und außerdem, was ist, wenn er herauskommt? Der Geist. Haben sich alle drei in die Hosen geschissen. Und weg. Wunderbar. So, hier ist noch ein Saatfeld. Das könnten wir eigentlich... Hier können wir noch nichts machen. Genau, so ist jetzt die Frage. Das müssen wir sogar, glaube ich, machen, meine ich. Genau, hier kommt so ein Kern rein. Mit diesen Kernen können wir halt Fackeln anzünden. Und hier kommt jetzt der Schlüssel für die Gruft raus. Ah, der Gruftschlüssel. Wunderbar. Schon ein bisschen gruselig für ein Kinderspiel. Das ist das, aussieht wie ein Totenkopf. Ist aber lustig, gefällt mir. Ja, diese Teile können wir noch nicht aufheben. Deswegen können wir dem Geist hier auch noch nicht helfen. Das ist auch der übrigens, glaube ich, das erste Quest. Der rollt nämlich rum, dass er nicht zu seiner Grabstätte kann. Und dann gibt er uns eine Laterne und so weiter und so fort. Und das wird alles total lustig. Da müssen wir dann alle noch hin. Das ist, nee, Grabschluss nicht, sondern der zum Friedhof. Den brauchen wir, um hier weiterzukommen. So, was auch immer ganz lustig ist, ist, kommt aber später...
wenn wir soweit sind. Ich glaube, manche Sachen sind fest. Hier, glaube ich, kriegen wir die ganze Zeit richtig viele Flammenkerne. Ja, da kann ich ja nichts machen. Wenn wir aus dem Dungeon rauskommen, werden wir später... Level 1, Geistergruft. Dann werden wir eine Hexe begegnen. Wir haben noch keine Karte hier. Das ist unser erster Dungeon. So, das sind so Schleime. Die machen erstmal Aua. Und wenn wir sie besiegt haben, verwandeln die sich in zwei kleine Schleime. So, dieser Würfel hat drei Farben. Und hier die Dinger sind blau. Und deswegen müssen wir das Blau hier hochziehen, dass die blauen Flammen halt raus sind. Karte, drücke Select. Wunderbar. Karte ist wichtig. Ja, das hat nichts gebracht. Da müssen wir dann nochmal hin. So, zum Glück ist das Rätsel hier noch relativ einfach. Oh, die Grünen sind mies. Ich gucke einfach, dass ich alles so gut wie ich kann abgrase. So, den müssen wir hier hin. Oh, der hält aber aus, der Geist. Können wir das eigentlich bewegen? Das sieht so aus. Ich meine, wir haben ja den Geist besiegt, von daher sollte das eigentlich machbar sein. Ah, das wird auch lustig. Kompass gefunden. Nutze ihn zur Orientierung. Also, hier gibt es auch noch eine kleine Sache zu entdecken. Normalerweise passiert hier gar nichts oder man hört dieses Geräusch. Das hört sich anders an. Hier können wir später hin. Hier, die Dinge kann man nämlich mit Bomben kaputt machen. Die Bomben kriegen wir aber noch nicht. Das bedeutet, wir müssen hier sowieso nach rechts. Zwei nach links gibt eine Schatztruhe, die würde ich gerne mitnehmen. Brauchen wir dafür einen Schlüssel? Nein, brauchen wir nicht. Ja. Können wir noch nichts machen. Hier können wir noch nicht hin. Wir kriegen hier in dem Dungeon, so wie es aussieht, etwas, womit wir diese Dinger kaputt machen können oder hochheben können. Meine ich. Von daher... Schon lustig, dass die Augen uns angucken. Ich fand die immer als Kind immer ein bisschen gruselig, weil die uns immer verfolgt haben im Anfangsraum. Machen aber nichts. So, wir müssen aber nach rechts lang. Und jetzt hier hoch und dann nach links. Um dann den hier hochzusetzen. Super. Gibt es auch ein weiterer kleiner Schlüssel. Wunderbar. Das war auch die Truhe. Okay. Ist ein relativ großer Raum. Deswegen werde ich hier öfters auf die Karte gucken, um zu gucken, wo ich jetzt richtig lang gehe. Die Dungeons selbst sind ganz nett. Sind nicht zu lang. Klar, ist natürlich ein Gameboy-Titel. Darf man nicht vergessen. Gacha-Kern, wunderbar. Kann ich den doch eigentlich... Ja, normalerweise müsste ich den... Ja, komm, Gacha-Kerne können wir uns die Zeit nehmen. So, ich will aber jetzt noch nach rechts gehen. Bevor ich jetzt weitergehe, um die auch diese Schatztruhe zu holen. Ist halt die Frage, ist das eine wichtige Truhe oder nicht? Keine Ahnung, wenn da so eine... Gammeltruhe ist, dann... Eher... Meh. Na gut, wir haben volle Herzen, von daher macht das keinen... Das ist nicht problematisch. Na, schaffe ich es oder schaffe ich... Ja, locker.
Also die Rätsel sind alle machbar. Wunderbar. Super. Ich muss gucken. Ich glaube, den Dungeon mache ich. Packe ich in einen Part. Ohne jetzt großartig auf die Zeit zu achten, dann ist es halt einfach so. So, wir haben jetzt kleine Schlüssel bekommen. Das bedeutet, wir können hier eh noch nicht so viel machen. Ah, unser erster Miniboss. Einfach draufhauen. Da brauchen wir gar nicht erst. So, hier können wir uns jetzt hin und her teleporten. Das ist ganz cool. Das hat mir hier in den Dungeons immer gut gefallen. Jetzt gehe ich erstmal hier links lang. Oh, du. In der Linie. So, hier können wir noch nicht viel machen. Hier kriegen wir, glaube ich, dann auch das Dungeon-Item. Ist ja typisch bei Link so. Finde ich aber eigentlich nicht schlecht, dass sich das zumindest meine Erfahrung nicht so geändert hat. Dass man im Dungeon immer ein Item bekommt, was man braucht. Ist okay. Ist ein cooles Gimmick. Das kann auch von mir aus gerne so bleiben. Sprich... Ja, um in den Dungeon weiterzukommen, braucht man... Genau, das ist das Kraftarmband Level 1. Damit können wir dann so kleine Steine und die Vasen heben. Hältst du das Kraftarmband halte, um schwere Sachen zu heben, genau. So, jetzt können wir hier was packen und dementsprechend halt auch dann bewegen, wenn es denn bewegbar ist. Zum Beispiel. Zack. Jetzt können wir die Sachen auch tragen. Das ist super. Ring, wunderbar. Jetzt noch nach unten. Jetzt können wir auch diese Dinger schieben. Okay, ansonsten gibt es hier nichts und dann sieht es für mich eigentlich auch schon so aus. Oh, die können einem ganz schön auf den Senkel gehen. So, großen Schlüssel. Damit haben wir alles. Die Truhe in der Mitte kriegen wir leider noch nicht. Muss ich gestehen. Ich hätte gerne noch ein Herzchen. Super, vielen Dank. So, dann müssen wir den Boss besiegen. Wir haben den Schlüssel für den Boss. Das ist schon mal ganz gut. Genau. Hier müssen wir aufpassen. Hier können wir sonst auch nichts machen. So, der Boss ist eigentlich relativ einfach. Ja, ich weiß nicht, ob wir das Ding bei dem wegwerfen müssen oder nicht, aber wir haben es ja gesehen, wie man es macht. Draufhauen, dann kommt der Geist und dann den... Kürbislaterne hochheben und dann drauf. Das ist ein Geist der Ewigkeit, eine Essenz der Zeit. Mag das Leben auch enden, er spricht fortwährend zum Herzen. Alles klar. Das kommt ungefähr nach jedem Mal, wenn wir einen Dungeon gefunden haben. Ich bin es, der Makubaum. Ich vernehme das Echo von einer Essenz aus den westlichen Wäldern. Kannst du dort nachsehen? Können wir natürlich machen. Wir haben ja jetzt ordentlich... Genau, jetzt kommt die Hexe Martha. Mit der muss man zusammenstoßen, dann verliert man viele Sachen. Manchmal auch Hexenteile oder so. Aua, 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 pass doch auf, wo du hinläufst. Das ist, du bist soeben mit Martha, dem Lehrling der großen Hexe Sirup, zusammengeprallt. Dank dir ist mir mein ganzer Kram aus der Tasche gefallen. Die große Hexe wird ausrasten. Außerdem muss ich diesen Roman finden. Verflixt nochmal, wer könnte dieses Buch bloß haben? Ich kriege die Krise. Zur Entschädigung werde ich mir dein Zeug schnappen. Da gibt es halt ein paar Sachen. Ja, manchmal hat... Ah, jetzt tut's dir leid, aber ich habe mehr als vorher. Und tschüss.
Ja, das ist eigentlich ganz nett. Manchmal verliert die Herzteile, manchmal Gasha-Kerne, etc. etc. Das ist eigentlich ganz cool. Und deswegen finde ich es eigentlich immer ganz nett, mit der die anzutreffen. Und ja, wir werden irgendwann das Buch finden. Hallo Geist, endlich kommt jemand. Dieser Grabstein blockiert den Weg ins Jenseits. Nun, eigentlich gehöre ich unter die Erde, oder? Ich würde es begrüßen, wenn du mir hilfst. Ja, dann mach dich mal vom Acker. Super, hier ist er zu Hause. Du hast meinen Grabstein verschoben, das heißt freie Bahn ins Jenseits. Mir fehlt ein Stein vom Herzen. Danke, ja, bitteschön. Gut, und jetzt? Da bist du ja. Da ich jetzt umziehe, habe ich das übrig. Nimm nur. Ich hoffe, dass wir uns bald im Jenseits treffen. Hoffentlich nicht. Du erhältst die Irrlichtuhr. Klingt sie nicht toll? Da wissen wir dann auch schon genau, wo wir sie hinstecken. Blöde Raben. Ja, die kommen halt immer. Von daher passt das schon. Ich will unten das Herz da noch nehmen. Hier unten. Eigentlich hier auf dem Friedhof? Ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Man sagt, der Inhalt der Gasha-Nüsse soll irgendwie von der gärtnerischen Leistung sein. Sammle viel davon, um ein Herzteil zu bekommen. Bedeutet, je mehr wir graben, desto besser soll der Inhalt sein. Ich weiß es nicht, ob das stimmt. Habe ich nie so wirklich gemerkt. Meistens habe ich da entweder ein Huni drin gehabt oder Ringe und so weiter und so fort. Also nichts Besonderes. Hier oben kommen wir später weiter. Der Link kann hier ein paar Tiere reiten, die uns bei unserer Aufgabe helfen, mit denen wir Freundschaft schließen. Aber das ist natürlich auch immer so hin und her. Sprich, in Oracle of Ages ist es, glaube ich, der Bär mit den winzigen Flügeln. Und in Oracle of Seasons ist es, glaube ich, Rick, so ein Känguru mit Boxhandschuhen. Wir werden alle drei Tiere kennenlernen, aber nur mit einem Tier können wir so Freundschaft schließen, dass wir es theoretisch immer rufen können. So, ich muss jetzt unten zum Dingsbums. Ich will aber noch einen Ring abschätzen und gucken, was der bringt. Sei gegrüßt, willkommen zur... Was kann ich für dich tun? Ich würde gerne was schätzen. Was darf ich schätzen? Mach 20 Rubis. Ich sehe, das ist ein Gärtnerring. Signalisiert Gasha-Beete. Das ist es, was dieser Ring ist. Ich habe immer noch keine Ahnung, was er bringt. Warte mal, das war der falsche Knopf. Ring-Etui. Achso, ja, den muss ich tragen. So... So, wo haben wir es dann? So, okay. Jetzt hier runter und das Ding dann getragen. Wunderbar. So. Ich glaube, bei dem Ring jetzt, wie haben wir... Können wir dann Auswahl von drei Ringen? Jetzt muss ich... Ich habe schon das erste Teil freigeschaltet. Ich will mal zum Makobaum hoch und will mir das nochmal angucken. Und dann beende ich den Part auch. Und dann speichere ich auch mal ab und gucke mir dann erstmal die ganzen Aufnahmen an und überprüfe den ganzen Shit mal. Nicht, dass ich jetzt hier, was weiß ich, Stunden aufnehme und dann verkacke. Genau, das wollte ich zeigen. Komm jederzeit wieder, wenn ich deine Suche. Genau, die Fee heilt mich halt. Und das ist ungefähr am Ende, hast du halt die Dinger fast alle offen. Wie gesagt, dieses Spiel arbeitet sehr viel mit Geheimnissen. Sprich, du spielst das durch, dann kriegst du ein Geheimnis, das kannst du hier selbst eingeben, dann schaltest du hier rechts eine Höhle frei. Hier zum Beispiel ist da eine Höhle drin, dann schaltest du irgendwie das Geheimnis von Oracle of Season frei, das gibst du dann einem Kumpel, der gibt es dann hier ein und dann hat er noch andere Sachen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ganz cool. Jo, wir müssen jetzt hier weiter. Ich würde gerne eigentlich nochmal in die Vergangenheit und gucken, was diese Beete hier macht. Aber ich weiß auch, wer die Dingsbums will. Wir haben hier den Posttypen getroffen.
Der Posttyp wollte ja Dingsbums haben. Der wollte ja was haben, was die Uhr benutzt. Und ja, wir haben ja diese Uhr. Was haben wir hier? Ich bin so hungrig. Mein Magen hängt mir in die Kniekehlen. Ah, ich habe Hunger. Verzeihung, ich dachte nur, du könntest mir helfen. Ah, ich habe Hunger. Ich glaube, der gibt uns eine Maske, wenn wir was zu essen kriegen. Wenn wir was zu essen finden, gibt er uns eine Maske. Diese Maske können wir dieser Hundetussi geben. Und solche Sachen. Och nein, bitte nicht. Leute, ich weiß, was auf mich... Wenn man Start und Select drückt, kann man zum Beispiel speichern. Sicher. Ich werde jetzt hier speichern und das mache ich dann in einem anderen Part, weil hier wird es nämlich richtig... Hier wird es nämlich teilweise richtig... Wird lustig. Bis dahin, macht's gut. Schreibt mir, was ihr von dem Projekt haltet oder nicht. Mal gucken. Wir sehen uns. Euer Graf Fallner. Tschüssi.